Ich habe lange kein Video mehr gemacht und es wird Zeit, euch einfach auch noch mal ein bisschen was über dieses Format hier zur Verfügung zu stellen. Und ja, ich habe mir dazu mal ein Thema einfallen lassen, das es so hier so noch gar nicht bei mir gibt, nämlich das ist die Rechtsstaatlichkeit. Die EU-Kommission hat einen Bericht vorgestellt, den sogenannten Rule of Law Report, einen jährlichen Bericht zur Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen EU-Staaten. Er ist unten verlinkt und genauso ist meine Zusammenfassung dieser Zusammenfassung dort verlinkt. Und ich möchte euch dazu ja, zwei, drei Anmerkungen gerne hier jetzt sagen. Ja, dieser Bericht gilt für alle Mitgliedstaaten der EU, also alle 27, außer die Briten, die jetzt eh raus wollen. Und er beschäftigt sich halt mit dem Thema Korruption, mit dem Thema der Justiz und Gewaltenteilung, mit den Verfahren, die es gibt, dem Schutz von Whistleblowern, Journalisten. Also er betrachtet viele Aspekte. Er ist 34 Seiten umfassend in der deutschen, englischen, französischen Variante vorliegend. Das heißt, leider gibt es ihn noch nicht in jeder Sprache. In der jeweiligen Landessprache gibt es die Berichte in etwas größerem Umfang der einzelnen Länder. Also zum Beispiel für Deutschland gibt es den Bericht auf Deutsch und Englisch, für Tschechien entsprechend auf Tschechisch und auf Englisch. Also da gibt es auch noch ein Manko. Es gibt nicht jeden Bericht in jeder Sprache. Dennoch ist es eine Errungenschaft, dass es diesen jährlichen Bericht nun gibt, denn er dient als Grundlage überhaupt, um mal diese Rechtssysteme und Rechtsstaatlichkeiten und deren Entwicklungen gegenüberzustellen. Denn nicht nur in Ungarn und Polen gibt es Defizite, sondern auch in einigen anderen EU-Ländern. Aber abgesehen von EU-Ländern wie Polen und Ungarn gibt es in allen anderen zumindest Fortschritte. Es ist schade, dass dieser Bericht überhaupt erstellt werden muss, denn eigentlich dürfte es auch in einem rechtsstaatlichen Gebilde wie der Europäischen Union gar nicht so einen Bericht geben, denn alle rechtsstaatlichen Staaten müssten rechtsstaatlich sein und agieren. Leider tun sie es nicht, übrigens auch nicht Deutschland. Der Bericht hat auch einige Aspekte zu Deutschland. Deutschland wird im Grunde aber als sehr positiv gesehen, als sehr fortschrittlich und als auf einem richtig guten Weg. Also machen wir uns nichts vor, wir haben durchaus ein gutes rechtsstaatliches Gebilde und auch eine sehr gute Justiz. Aber es gibt natürlich auch ein Aber in dem Bericht. Oder vielmehr einige Punkte, auf die eingegangen werden. Zum Beispiel gibt es den Hinweis, dass Verfahren in ersten Instanzen durchaus schon mal sehr lange dauern und sich das auch noch so abzeichnet, dass sie noch viel länger dauern werden. Denn wir haben sehr viele Richterinnen und auch sehr viele Staatsanwältinnen, die demnächst in den Ruhestand gehen. Und es gibt zu wenig Nachfolger. Das heißt, die Verfahren werden sich noch mehr verzögern oder vielleicht dadurch drohen sogar Verjährungen. Eine große Gefahr für rechtsstaatliche Gebilde. Und es gibt nämlich auch ein Gap, also eine Lücke bei den Gehältern. Das heißt, selbst unter den Bundesländern gibt es dort riesige Gehaltsunterschiede und dazu natürlich zur freien Wirtschaft. Das heißt, in der Kanzlei oder irgendwo wird man viel mehr Geld verdienen als zum Beispiel ja, als Staatsanwalt oder als Richter, als Richterin und Staatsanwältin. Heißt, wir haben ein Nachwuchsproblem im Justizwesen und das ist ein eklatantes Problem, auf das dieser Report auch im deutschen Rahmen hinweist. Ein weiterer Aspekt ist, dass es zum Beispiel ja, eine Weisungsbefugnis oder eine Weisungsmöglichkeit gibt für den Bund und für die Bundesländer, die den Staatsanwälten also Weisungen geben können oder der Staatsanwältin. Und das halte ich oder nicht nur ich für ein Problem. Und es ist sogar dieses Jahr ein Gesetzesantrag der Grünen dazu gescheitert im Bundestag noch im Mai. Und ja, FDP, CSU, CDU, SPD und Die Linke haben dagegen gestimmt. Und der sollte das nämlich eigentlich abschaffen. Auch gibt es noch keinen entsprechenden Schutz für Hinweisgeberinnen und Whistleblowerinnen. Es gibt noch Probleme in dem Schutz von Journalistinnen und Journalisten, sprich im Bereich der Medien. Und machen wir uns nichts vor. Horst Seehofer selber wollte die Taz verklagen. Also ein Innenminister, der ein ja, journalistisches Medium verklagen will, wegen einer, auch wenn sie an dieser Stelle gar nicht so ins Detail gehen sollte, aber wegen einer Meinungsäußerung, die natürlich überzogen war und sehr kontrovers diskutiert wurde, aber es war von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und wenn er dafür die Medien anzeigt oder verklagen wollte, also dann hätte an anderer Stelle doch manch einen Politiker oder Politikerin durchaus einer bestimmten Partei auch mal anzeigen können. Hat er nie was getan. Diese Klammer schließe ich aber jetzt, denn es geht ja schließlich
um das Justizwesen und die Verquickung zu der Bundesregierung oder zu der sogenannten Gesetzgebung, also sprich der Legislative. Aber nicht nur in Deutschland ist das ein Problem, wenn wir mal auf diese Themen Korruption und Rechtsstaatlichkeit schauen. Bulgarien, Rumänien, Justizsystem, die Besetzung von Räten und Gerichten, das fanden wir auch in Polen und Ungarn heiß diskutiert. Ein Problem, warum es ja sogar dieses Verfahren gibt, der EU-Kommission, gegen die Regierungen, weil eben dort willkürliche Prozedere gestartet werden, um überhaupt Richterinnen und Richter einzusetzen. Und zwar von Seiten der Gesetzgebung, also sprich die unabhängige Justiz wird hier massiv behindert. Und, aber das ist natürlich, wenn wir jetzt mal nach Malta blicken, aber auch ein Problem, wenn es um die Verfolgung dessen geht, um Korruption. Hier wird ganz klar Jan Kuciak genannt, der slowenische Journalist, der mit seiner Verlobten ermordet wurde. Es gibt die Daphne Galizia, die in Malta regelrecht öffentlich hingerichtet wurde in diesem skandalösen Bombenanschlag. Und diese Aufarbeitung ist alleine schon ein Skandal. Sie bleibt nämlich aus. Und dort erleben wir noch in anderen Staaten noch viele, viele Dinge, die zu erledigen sind. Und wir kommen also da auch zu einem gewissen Bild in diesem Bericht, nämlich der zeigt, hey, es gibt zumindest positive Tendenzen in vielen, vielen europäischen Staaten, außer eben in Polen und Ungarn, wo scheinbar alles gegenläufig ist. Und ja, dieser Bericht ist, glaube ich, notwendig, um überhaupt mal eine Grundlage für diese Diskussion zu haben, weil wir alle auf Polen und Ungarn schimpfen, aber wir noch in ganz vielen anderen Ländern auch noch gewaltige Baustellen haben, aber keine Staaten gerade so sehr wirklich dagegen arbeiten wie Polen und Ungarn. Übrigens, die Ungarn haben sogar damit gedroht, dass sie diesen Corona-Hilfsfonds oder dieses Maßnahmenpaket von diesen mehreren 100 Millionen Euro blockieren wollen, weil es eben diesen Bericht gibt. Und da muss man sich schon fragen, hat die EU-Kommission nicht so wie den richtigen Finger in die richtige Wunde gelegt? Deswegen von mir gibt es grundsätzlich ein richtig dickes Daumen hoch, dass es überhaupt diesen Bericht gibt, eine Diskussionsgrundlage und dass er nicht nur Ungarn und Polen beleuchtet, sondern auch ganz viele andere Beispiele aufzeigt. Und ich kann nur empfehlen, beschäftigt euch mal mit diesem Bericht, lest ihn mal. Er ist sehr verständlich und gut geschrieben. Und ja, ich gebe zu, ich bin jetzt auch nicht der Akademiker und ich habe ihn gut lesen und verstehen können. Auch die deutschen Beispiele. Und ja, ich kann einfach nur sagen, das ist etwas, was mir positiv aufgefallen ist, dass es diesen Bericht jetzt gibt, dass er verständlich geschrieben ist, dass er alle Staaten beleuchtet. Und auch ein tolles Beispiel ist, dass die positiven Beispiele aus Europa enthalten sind. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was man manchmal vergisst, dass es nämlich auch ganz viele positive Entwicklungen in den deutschen und in den europäischen politischen oder auch Justizsystemen gibt und die stehen da auch drin. Und ich kann nur sagen, lest das Ding und ich freue mich tatsächlich auf den nächsten, um mal zu sehen, ob sich da irgendwas getan hat oder ob dieser Bericht auch irgendwie ja, einen Effekt hatte. Weil jetzt hat man zum ersten Mal etwas, was diese Länder gegenüberstellt und vergleicht. Und das ist etwas, was, glaube ich, alleine schon mal für die Grundlage sehr wichtig ist. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was passiert jetzt. Lassen wir uns da überraschen. Aber ich möchte vor allen Dingen zum Abschluss noch einen wichtigen Satz vorlesen. Ich blende ihn jetzt auch mal ein. In allen Mitgliedstaaten wird im normalen Gesetzgebungsverfahren dem Parlament als Gesetzgeber Vorrang eingeräumt. Darüber hinaus wird bei einem Umgehen des Parlaments im Gesetzgebungsverfahren die Gewaltenteilung, ein Grundprinzip der Rechtsstaatlichkeit, verzerrt. Babam, sage ich da nur. Und ich sage euch, warum ich da Babam sage. Denn das ist etwas, was Volt zum Beispiel fordert, nämlich dass das Europäische Parlament ein solches Initiativrecht bekommt. Die EU-Kommission selber fordert dieses Initiativrecht also für jedes der nationalen Parlamente. Wenn wir das Ding also weiterdenken, muss das also auch für die Europäische Union gelten, weil sonst ist das Parlament ja auch für den Arsch. Also hat die EU-Kommission hier einen sehr, sehr wichtigen Satz reingesetzt, der so ein bisschen untergeht, aber eigentlich einiges auf den Punkt bringt, nämlich dass wir da hinkommen müssen, dass auch für eine Akzeptanz und für eine europäische Justiz, die übrigens, wenn wir an diesen Mafia-Prozess, der heute in Düsseldorf startet, Klammer zu, wenn wir das also berücksichtigen, dann braucht man das also auch in Europa. So, wieder mal viel gequatscht. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Macht's gut.